Wenn wir Zapfenlöcher ausarbeiten, dann kann es uns passieren, dass wir uns viel Mühe damit geben, das Material rauszuholen, aber nicht zufrieden damit sind, wie die Seiten aussehen und die Kanten. Mit einer kleinen Vorrichtung könnt ihr euch das erleichtern. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Das Zapfenloch hier, das ist fertig ausgestemmt, das Material ist raus, aber die Kanten sehen wüst aus. Jetzt kann man beigehen. Natürlich muss es gesichert sein, wir spannen uns das ein und können beigehen mit einem Stecheisen und versuchen, die Kanten zu versäubern. Das ist relativ schwierig. Wir können vielleicht in den Streichmaßriss mit dem Stecheisen rein, aber ob wir dann genau senkrecht in das Zapfenloch reinkommen, also parallel zu den Außenseiten, das sei mal so dahingestellt. Mit viel Übung geht das sicherlich, aber bis man dahin kommt, kann man sich auch eine Hilfe basteln. Wir haben hier einfach eine Leiste von einer bestimmten Dicke auf ein Reststück von einer etwas breiteren Leiste geschraubt. Die können wir hier aufsetzen. Wichtig ist, dass die kurze Leiste genauso dick ist, wie das Seitenteil neben dem Schlitz ist. Also das, was beim Schlitz stehen bleibt davon, hat eine bestimmte Stärke und genau diese Stärke sollte auch unsere Leiste haben. Weil das immer unterschiedlich ist, habe ich mir hier gleich einen ganzen Satz von Leisten ausgehobelt. Das heißt, ich kann variieren. Ich habe jetzt Stärken von 6 bis 12 mm ausgehobelt, immer mit 0,5 mm Schritten. Wenn aber das mal dazwischen wäre, dann könnte ich auch noch einen Schlag mit dem Hobel wegnehmen. Ich habe das einfach hier aufgeschraubt mit einer Schraube, das reicht, weil es wird gehalten und ich befestige das Ganze jetzt mit einer Schraubzwinge miteinander. Ich packe das Ganze zu einem Paket zusammen. Das sollte spielfrei und wackelfrei hier stehen und zwar auf der Hobelbank, nicht auf der Zange. Das ist wichtig, denn die würde eventuell nachgeben und das Ganze würde sich verziehen können. Jetzt kann ich mein Stecheisen nicht nur irgendwo unten aufsetzen und versuchen geradezu nach unten zu arbeiten. Jetzt kann ich es unten aufsetzen und gegen diese Leiste klappen und dann tatsächlich mit dieser Führung nach unten arbeiten. Das kann ganz wenig sein oder ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel wir stehen gelassen haben. Kann man auch mit einem ziehenden Schnitt arbeiten, vielleicht bis zur Mitte runter. Dann löse ich das Ganze, drehe mein Werkstück um und damit, da mein Zapfenloch genau mittig sein soll, kann ich die gleiche Leiste verwenden und mache das von dieser Seite eben auch. Ich achte ein bisschen drauf, wie der Faserverlauf ist, wenn ich mit diesem ziehenden Schnitt arbeite, nicht, dass es im Vorfeld des Schnittes einreißt und spaltet. Also ein bisschen gucken, in welche Richtung ich denn arbeite. Und jetzt kann ich eine ganz saubere Flanke ausarbeiten. Da noch ein bisschen von oben peilen, dann sehen wir ziemlich gut, wenn wir das als, also diese Leiste als Verlängerung nehmen, sehen wir ziemlich gut, ob wir senkrecht kommen oder ob es verläuft, ob noch etwas vorsteht. Und jetzt können wir die Seiten abkappen. So, da noch ein bisschen weg. Und das Ganze kann ich jetzt von der anderen Seite ebenfalls ausführen. Einmal lösen, Späne raus. Ich führe dabei das Stecheisen mit der rechten Hand und ziehe mit der linken direkt an die Leiste ran, um eine ganz enge Verbindung herzustellen. Hier nimmt er fast nichts, hier habe ich vorher gut gearbeitet. Und jetzt die letzte Seite. Da würde ich sagen, kann ich gleich gar nichts wegnehmen, weil hier steht nichts vor. Da ist nichts, das ist sauber. Auch da gibt mir meine kleine Vorrichtung einen Hinweis. Aha, das ist
alles stimmig so. Ja, ein bisschen schnell. Hier nehme ich seitlich noch eben den Sparren weg. Immer darauf achten, dass das Werkstück eingespannt ist, wenn ich mit dem Stecheisen da rangehe. Beide Hände am Stecheisen ist sicher. So, wenn ich jetzt alle vier von allen vier Seiten eingestochen habe, dann habe ich vielleicht in der Mitte noch ein paar Flusen, die ich noch rausarbeiten kann. Aber ich habe an beiden Seiten wirklich eine rechtwinklige Eintauchflanke und ich habe parallel zu den Seiten, Außenseiten gearbeitet. Jetzt ist das Zapfenloch so sauber, dass ich meinen Zapfen einpassen kann. So hergerichtet haben wir eine optimale Leimfläche für unsere Schlitz- und Zapfenverbindungen. Das ist wichtig, damit auch wirklich der Leim überall und auf einer möglichst großen Fläche gut arbeiten kann. Diese kleine Vorrichtung, die ist schnell zusammengeschraubt, ein paar Leisten ausgehobelt und damit könnt auch ihr eure Flanken von den Zapfenlöchern sehr viel besser und schneller hinkriegen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei bei euren Projekten mit Zapfenloch. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch. Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von Holzwerken TV abonnieren, um nichts zu verpassen. Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es doch jede Menge gute Filme.